Ja, Leute, es gibt nichts Positives, dem Ganzen abzugewinnen, beim besten Willen nicht. Ja, guten Morgen, Leute. Schönen Sonntag hier aus dem Fahrerlager. Erstmal, top Job aller Leute. Er ist heute Morgen schon Qualifying gefahren. Und zwar hat er den Wagen als schnellsten McLaren auf P9 abgestellt. Wo genau wir am Ende landen, wissen wir noch nicht. Wie hast du es gemacht? Wie bist du gefahren so? Wie bist du so schnell gewesen? Möglichst schnell natürlich. Hab's versucht. Ging ziemlich gut. Im Regen, da musst du immer einfach lang fahren und dann wird es immer schneller. Im Regen musst du einfach immer fahren, dann wird es schneller. So hat er es gemacht. Leute, also top Job, gute Ausgangsposition heute fürs Rennen. Und ihr seht auch schon, er hat natürlich hier den weißen Spiegel-Hoodie an. Der ist allerdings jetzt schon ausverkauft. Wir schauen mal, ob wir nochmal neu bestellen können. Klar. Alain, die haben mehr oder weniger den letzten bekommen. Aber wir haben noch ein paar andere neue Spiegel-Racing-Sachen, Leute. Und zwar die neue Spiegel-Heritage Edition. Davon gibt es 3 Shirts. Zum einen hier mein weißes, dann seht ihr hier vorne bei Kati das blaue. Mhm. Und dann haben wir hier auch noch in der Ecke bei Seppi Junior noch das schwarze. Und er hat gesagt, er shootet nur mit uns, wenn er ein Alfi bekommt, Leute. Er hat sein Alfi hier auch noch am Start. Aber erstmal, was bedeutet das überhaupt, Leute? Wir wollten einfach mit Speaking Heritage, und es gibt es ja eigentlich erst seit 2 Jahren, aber wir wollten trotzdem so ein bisschen die Geschichte da reinbringen, weil das Ganze ist natürlich schon früher mehr oder weniger entstanden, als es den Namen noch gar nicht gab. Weil ich war Motorsport-Fan, seitdem ich ganz jung bin. Deswegen fangen wir mal an hier mit dem schwarzen T-Shirt. Ich habe Rennspiele gespielt. Das hier ist ein virtuelles Bild, und da haben wir eben einen Rennwagen haben wir eingefärbt in den Speaking Racing-Farben. Denn Motorsport ist nicht nur in echt, sondern eben auch in der virtuellen Welt richtig geil. Wir lieben Racing über alles, und ohne Rennspiele, hätte ich früher nicht Mario Kart gespielt und dann irgendwann Formel 1 und so weiter, wäre ich wahrscheinlich nicht zum echten Racing gekommen. Deswegen soll das schwarze Shirt das so ein bisschen widerspiegeln. Finde ich sehr, sehr geil. Gibt es auch eben im Shop auf spiegeln.de und hier natürlich vor Ort auch in Oschersleben. Dann machen wir, würde ich sagen, weiter mit meinem weißen Shirt hier. Hier haben wir eine Dame aus den Anfängen dieses Jahrhunderts, aber eben am Steuer eines Autos mit Rennanzug auch eingefärbt hier eben in den Spiegel Racing Farben. Und das Shirt nennen wir Power to Everyone, denn Racing ist eine von ganz wenigen Sportarten, wo du sowohl als Mann als auch Frau, als auch egal wie du dich identifizierst, ja, du kannst miteinander um Siege kämpfen. Und wir bei Spiegel stehen eh für Equality, Leute, und das Shirt drückt das einfach so ein bisschen für uns aus. Finde ich ein saucooles Motiv, ja, richtig badass, wie sie hier sitzt und damals schon Rennen gefahren ist. Das Shirt gibt es natürlich auch auf spiegel.de, und damit kommen wir zum letzten, und zwar ist das von Kati hier eben in Blau, beziehungsweise besser gesagt in Petrol. Das ist ja die Spiegel-Farbe. Das Shirt haben wir ein bisschen schlichter gemacht. Das zeigt den Monaco-Kurs. Hier, ihr seht an der Seite noch eine Spiegel-Werbebande. Spiegel Heritage Edition steht natürlich eh immer hier drunter. Und eben den Randstein haben wir einfach nochmal eingefärbt in Petrol. Das Shirt haben wir genannt Over the Curb, also über den Randstein rüber. Und das bedeutet für uns einfach ein bisschen, dass man, wenn Hindernisse einem im Weg stehen, dann sollte man sich nicht ärgern und sagen, ach, scheiße, jetzt komme ich da nicht längs, sondern nutzen, um schneller zu werden. Denn, Anna, wenn man einen Körper hat auf einer Rennstrecke, ja, in den meisten Fällen, was macht man? Lässt man den aus oder nimmt man den mit? Man nimmt ihn mit. Warum? Schneller, Strecke kürzt. Richtig, dann wird man nämlich schneller, Leute. Wenn ihr irgendwo Hindernisse im Leben habt, dann nutzt die aus, um euch noch schneller zu machen, um euch noch besser zu machen. Das symbolisiert dieses Shirt hier für uns. Gibt es natürlich auch auf spiegel.de. Alle sind aber limitiert, deswegen vielleicht... Ich hoffe, die gibt es noch, wenn das Video hier online geht, Leute. Das war's von meiner kurzen Erklärung. Und da muss ich mich einmal ganz kurz hier umdrehen. Ach, Kopfhörer noch. Wir haben gerade schon ein paar Zuschauer vorne am Start. Denn hier vorne startet jetzt gleich unser Drift-Event. Hallöchen miteinander, Leute. Unser Sponsor Drift macht nämlich hier jeden Sonntag am Rennwochenende ein Rennen, wo ihr vielleicht auch mitfahren könnt. Ne? Fahrt ihr mit? Nein, wir nicht. Da, wer fährt mit? Ach, hier. Da, Mitfahrer. Du hast dich qualifiziert? Genau. Auf dem dritten Platz, auf dem zweiten Platz. Du hast dich auch qualifiziert. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Was für eine Zeit bist du gefahren? 5,7 Sekunden? Auf diesem Track hier. Ah, okay. Trotzdem. Ey, starke Leistung auf jeden Fall. Wer hat sich noch qualifiziert? Einmal dahinter direkt. Du. Moin. Wie bist du gefahren? 5,3, ja. Alles klar, Leute. Die fahren jetzt also gegen mich. Ich weiß nicht, ob ich da mithalten kann, aber ich versuch's natürlich. Also ja, starten wir direkt ins Rennen, oder? Wir starten ins Rennen. Los geht's. Der Hauptpreis, ja, ein Riff Racer, herzlichen Glückwunsch! Zweiter Platz war, glaube ich, nicht, auch ganz respektabel, oder? Ja! Danke, danke. Dritter, genau. Dritter Platz, herzlichen Glückwunsch! Danke, danke. Und es war ein enges Rennen, ja. Auch für dich hier, vierter Platz von allen, die hier da waren, ist sehr, sehr stark. Also Respekt auch nochmal hier, vierter Platz.
Aber Leute, jetzt kommen wir schon zum richtigen Rennen. Das startet nämlich jetzt jeden Moment. Deswegen gehen wir direkt zu Alain in die Startaufstellung. Aktuell zwei platziert Thomas Jäger, dem BMW Kiesbett. Scheiße. Ach komm mal Leute, das darf nicht wahr sein. Zweite Runde und wir sind draußen. Alain wurde von dem Mercedes hinten einfach abgeräumt. Wir können uns das Ganze jetzt nochmal hier onboard anschauen. Waren hier nur zwei Runden, die Alain überhaupt fahren konnte. Deswegen fangen wir direkt hier mal an, Leute, beim Start. Das hier ist der fliegende Start. Alain beschleunigt einen Ticken zu früh, dann voll durch. Aber ein BMW neben ihm hat noch einen perfekteren Start. Der war schon verdächtig gut, muss ich dazu sagen. Aber gut, Leute, eine Position hier beim Start verliert Alain. Erstmal sind wir aber immerhin noch auf P9 unterwegs. Es geht rein in die erste Kurve. Er bleibt innen, also auf der rechten Seite für die zweite langgezogene Kurve. Und auch da links neben ihm ist ein BMW, der sich gerade schon in Position bringt. Wie auch gestern, sieht für eine Anfangsphase mit McLaren ein bisschen am Struggeln, dafür eben am Ende aber besser. So muss er erstmal den BMW hier links neben den Platz lassen, aber ich habe Alain gefragt, ob er das Ganze mal aus seiner Perspektive einfach kommentieren könnte und er sich dazu bereit erklärt. Vielen Dank, Alain. Ja, also das war jetzt etwas langsamer beim Start, aber ich wusste ja, das wird besser noch später. So, und dann ist der Audi einfach gegangen, aber ich habe ihn verteidigt für den Mercedes hinter mir. So, und Spaß rein natürlich nicht. Aber soll Alain mein Rennen nachkommentieren? Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Das war die erste Runde, Leute. Ganz okay, jetzt schließt er langsam hier auf den Audi auf, aber irgendwie konnte er mit der Spitzengruppe noch nicht so ganz mithalten, obwohl er es gestern ja in der Endphase richtig viele von genau diesen Fahrern überholen konnte. Also müssen wir nochmal analysieren, woran das lag. Wahrscheinlich sind wir einfach in der Endphase besser von den Reifen her als eben am Anfang im Vergleich zu den anderen Autos. Jetzt aber sind wir eine Runde nach vorne gesprungen, Leute. Das ist die verhängnisvolle Szene. Jetzt geht sie noch einmal in die schnelle Schikane. Einmal rüber. Gut gefahren. Jetzt schließt er sogar langsam wieder leicht auf den Audi vor ihm auf. Und jetzt geht's hier auf die Gegengerade. So lang ist die nicht, aber halt in Oschersleben gibt es kaum eine lange Gerade. Er verteidigt, deswegen fährt er hier in die Mitte rein, weil hinter ihm drückt schon der Mercedes. Und dann denkt er sich, okay, hier genug verteidigt. Jetzt geht's hier rein hier in diese Kurve, denn hier kann man eigentlich nicht überholen. Links geht's jetzt hier rein und aus dem nichts wieder getroffen und dreht sich. Er konnte nichts machen. Rein ins Kiesbett. Auto in die Spur verschoben. Kannst du nicht mehr fahren und aus dem Kiesbett kommst du sowieso nicht raus, Leute. Das war das Ende von unserem gemeinsamen Rennen in der zweiten Runde schon. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach so das Gefühl, so alles umsonst gewesen. Ist es natürlich nicht. Gestern war geil. Aber Motorsport ist so brutal. Und es ist ja nicht nur für mich, es ist für das ganze Team, für Alain ganz besonders. Für die Zuschauer, gerade für die vielleicht extra für uns hierher gekommen sind, die sich hier auf ein cooles Rennen gefreut haben und jetzt das Rennen nur ohne uns sehen können. Für die Mechaniker, die alles gegeben haben, das Auto muss ja von gestern noch repariert werden, perfekt eingestellt werden und jetzt... Ach ja, Leute, es gibt nichts Positives dem Ganzen abzugewinnen, beim besten Willen nicht. Und sagen, ja, es tut mir leid. Schön zu sehen, wie Felix von der Laden gerade seiner Community erklärt, warum er heute nicht mehr ins Lenkrad greifen wird. Wie war es aus deiner Sicht? Was passiert überhaupt? Der andere fuhr mit seinem Vorderrad in mein Hinterrad rein und das hatte keinen Platz in der Kurve, war nicht neben dran. Das hat mich einfach abgeschossen. Was hast du ihm gesagt? Ich habe schon fertig gesehen, dass du mit ihm geredet hast. Ich habe ihm gesagt, was ich von ihm halte. Und, hat er sich entschuldigt? Er konnte gar nichts mehr sagen, ich ging dann weg. Er hat nichts gesagt? Ja, ich sagte so viel, wie doof das er sei. Und dann sagt er nichts mehr, er hat sich entschuldigt. Er hat mir gesagt, in der ersten Runde hat es geklappt. Dann sage ich, ja, in der Startphase, logisch, ja, klappt es. Danach kannst du doch nicht überholen. Ja, Mist, Leute. Aber ja, Fehler sind menschlich, wir fahren auch nur Menschen. Da hat er wohl einfach Scheiße gebaut. Ja. Jetzt ist Mist, aber... Was ist los? Oh nein! Fuck! Ah, Leute, ein Tag komplett zu vergessen. Wir dürfen hier aus Oschersleben aber einfach nur gestern in Erinnerung behalten. Ja. Dass
Anna zusammen mit mir, aber dank seiner mega starken Leistung auf den 6. Platz gefahren. Das war fett. Heute einfach nicht dran denken. Schon in Misano hatten wir ein gutes und ein Scheißrennen. Wir dürfen jetzt aber nicht jedes Wochenende ein gutes und ein Scheißrennen haben. Bitte jetzt nur gut. Ja, alles gut? Ja. Das war schön, die Marco. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch zum Rennen sagen soll, Leute. Das war halt nichts. Aber das Wochenende kommt trotzdem jetzt einem Ende entgegen. Leider hat es nicht geregnet, Leute. Das wäre vielleicht nochmal ein spannenderes Rennen gewesen. Aber eben zum Ende des Wochenendes gehört auch nochmal hier eine schöne kleine Autogrammstunde, Leute. Das machen wir noch. Das machen wir jetzt bei jedem Rennen. Das heißt, auch wenn ihr jetzt bei den nächsten Rennen vorbeikommen wollt, das nächste Jahr in Österreich am Red Bull Ring und was danach kommt, verlinke ich euch einfach mal hier unten. Also wenn ihr vorbeischauen wollt, Leute, dann kommt auf jeden Fall her. Wir machen immer am Samstag und am Sonntag Autogrammstunde Aktionen wie hier eben mit Drill. Falls ihr es nicht sehen könnt, dann schaut zumindest die Vlogs, ne? Also Glocke aktivieren, dann seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao, ciao.